So Leute, willkommen zurück zum Pokémon Trading Card Game von Wolf bei der LP. Der jährliche Turnuswechsel ist da und das bedeutet de facto folgendes. Sie haben keine Decks in diesem Format. Wer jetzt neu dabei ist und sich fragt, hä? Was ist das denn für ein Schwachsinn? Es wird, ich weiß gar nicht, jährlich, halbjährlich, hin und wieder mal werden Packs der alten Erweiterung rausgeschmissen und das hier sind die Packs, die jetzt noch alle erlaubt sind. Bedeutet, wenn wir jetzt in den Deckmanager gehen, dann haben wir hier in dem Format alle unsere alten Decks. Alle. Und zumindest die wichtigen würde ich gerne retten. Gucken wir mal bei den Moskitos. Ich wette, es ist nichts mehr erlaubt. Okay. Moskito GX würde rausfallen und Snibuna würde rausfallen. Bedeutet, dieses Deck kann ich nicht übernehmen. Das ist jetzt dazu verurteilt, da zu bleiben, wo es ist. Fangen einfach mal oben an. Das Ampharos-Deck. Ich denke, da werden einfach nur die Bällchen rausfallen, aber ich bin mir nicht sicher. Nee, auch die Kleinstein- oder Lola-Geowatz. Das heißt, diese Version dieses Decks ist und bleibt verloren. Interessant. Die Doppel-Farblos, die ich verwendet habe, sind raus. Interessant, interessant. So. Was war denn AZL überhaupt für ein Deck? Ach so, ja. Arctos, Zapdos, Lavados. Können wir das mal trashen? Das war ja bloß eine Challenge und das habe ich nie wirklich gespielt, weil es einfach nicht gut war. Booster Challenge, eine alte, kann man auch mal rausschmeißen. Ja, wir machen jetzt mal Frühjahrsputz zusammen. Ja, wir haben so viele Booster Challenge Decks hier noch drin. So, brennender Wille. Welches war das? Ach, das ist schon viel zu alt. Da ist gar nichts mehr erlaubt. Naja, zumindest so ziemlich. Okay, vergessen wir das. Counter GX. Ich denke, da werden unsere Doppel-Farblos-Energien rausfallen, aber ich möchte meinen Mund nicht zu weit aufmachen. Weil dieses Deck ist einfach grundlegend nicht mehr erlaubt. Okay. Dann können wir unser Counter GX-Deck jetzt komplett in die Tonne kloppen. Wie sieht's mit Counter Shock aus? Wahrscheinlich auch, ne? Alles, ja. Okay. Okay. Cynthia und Knackrack. Das war ja mal ein Deck, das eine Neuauflage des alten Knackrack-Decks geworden ist. Und hier ist tatsächlich nur Kommandutan und ein paar Karten raus. Da wäre die Frage, ob wir das nicht eventuell ins Standardformat wieder übernehmen. Cynthia ist ja noch drin. Dementsprechend würde ich sagen, wir probieren es. So, jetzt ist alles raus. Wir haben nichts mehr. Aber wir können jetzt mal gucken, ob wir das nicht wieder auffüllen können. Also Cynthias sind ja jetzt noch drin. Das ist ein Anfang. Ich würde sagen, wir machen ein paar Ben und Svenjas rein. Vielleicht noch zwei Bilds Wartungen. Ja, wir müssen jetzt gucken, dass wir hier wieder auf den nötigen Stand kommen. Ein paar Bällchen wären nicht gut. Ein paar Bällchen wären gut, aber ich fürchte, die haben uns so ziemlich alle Bälle weggenommen, die wir hatten. Alles, was wir hatten, haben sie uns weggenommen. Oder ich mache noch was anderes rein und hole uns dafür eine andere. Naja, wir gucken mal. Wir gucken einfach mal, was wir hier noch so haben, mit dem man an Pokémon rankommt. Also theoretisch, hier so ein Lebell ist eigentlich okay. Da kann man mal von unten ziehen, ist mal was anderes. Vielleicht die ein oder andere Lilly, wobei die halt wirklich wenig sein muss. Hier haben wir einen Netzball, aber der bringt uns halt überhaupt gar nichts. Ja, was Bällchen angeht, sind wir jetzt ein bisschen unterbesetzt. Muss ich leider feststellen. Dann schmeißen wir mal zwei, drei Pokémon-Fanclubs rein, dass wir an Basis-Pokémon zumindest rankommen. Und ein Bestellpad. Die haben uns hier echt ausgeraubt.
mit ihrem neuen Format. Das neue Standardformat, das ist ehrlich Diebstahl. So, gucken wir mal. Doppelfarblos. Gibt es noch Doppelfarblos, die man verwenden darf? Es gibt keine einzige Doppelfarblos mehr, die wir nutzen dürfen. Was soll eigentlich der Dreck? Ehrlich, was soll das? Wir können die Dreifachenergie hier mit reinpacken. Ja, ansonsten müssen wir hier Energie-Overload machen, bis wir mehr von denen haben. An welchem Pack sind die denn drin? Wisst ihr, was das für ein Pack ist? Nein? Ich auch nicht. Doch, der eine oder andere von euch weiß es. Cynthia und Knackrack. Ja, jetzt ist dieses Deck standardisiert. Jetzt haben wir ein Standard-Deck wieder. Das Deck-Destroyer-Deck, das war ja eh schon, ne? Oder? Ja, doch, das war... Da ist nichts mehr übrig von. Aber so, hab gesehen von der Energie und einem Hammer. Ja. Diktriade. Das war ja auch nicht so toll, aber es war immerhin etwas. Na? So dumm, dass wir eine ganze Menge davon nicht mehr verwenden dürfen. Aber theoretisch geht's noch. Das geht. Das geht. Ich meine, wir sind bloß ein Diktar losgeworden. Machen wir ein anderes Diktar öfter rein. Und halt ein paar Trainerkarten, aber die müssen wir jetzt halt ersetzen. Obwohl, wenn Svenja hat, wir brauchen eigentlich mehr zum Nachziehen. Weniger zum Neureinmischen, mehr zum Nachziehen. Das heißt, wir packen jetzt mal ein paar Lebels rein. Können wir einen Chris oder so vielleicht reinpacken? Oder ein Bills Wartung oder irgendwas. Und um an Basis-Pokémon zu kommen, hey, wir haben viel zu wenig Pokémon hier drin. Fällt mir gerade mal so auf. Wie sollen wir denn so an Basis... Wir brauchen irgendwas zum Ziehen. Basis-Pokémon, mit denen man ziehen kann. Fällt jetzt aber so spontan auch nichts ein. Zumindest nichts im Standardformat. Blöd, dass man hier nicht nach Effekten sortieren kann. Das gibt es ja ganz, ganz oft bei Yu-Gi-Oh! Spielen, dass man da spezielle jetzt habe ich Zehe geschrieben, kein Wunder. So, das sind alles Karten, mit denen man was ziehen kann. Hier, Alola Slimer zum Sammeln. Nehmen wir mal ein paar mit. Dafür müssen wir nicht mehr Energie benutzen. Den davon auch einen ganzen Haufen ziehen. Das ist mir ganz lieb. Dann packen wir gerade noch zwei von den Fanclubs rein. Und dann ist dieses Deck hier noch nicht fertig, weil noch eine Karte fehlt. So, dann ist dieses Deck hier vorerst zumindest spielbar. Es ist nicht gut, aber es ist spielbar. Donnergott war schon lange nicht mehr spielbar. Dragoran Rage können wir auch vergessen. Dunkles Mischmasch. Ganz ehrlich, das brauchen wir nicht, weil das war ja bloß eine Unlicht-Version, die halt im Standardformat war. Dementsprechend kann das mal raus. Unser Giftdeck ist auch gestorben. Wenn die Vipitis. Nee, das ist das falsche Giftdeck. Das ist schon ein altes Giftdeck. Nee, das können wir mal löschen. Ich mache jetzt mal hier Hausputz. Da müsst ihr heute mit leben, dass heute großer Hausputz ist. Heavy Metal, das war doch auch Kacke, oder? Ja, es ging, das lassen wir mal. Aber Standardformat ist das auch schon nicht mehr. Irony, nee, weg damit. Normalo, raus. Metal Mesh, raus. Meeresenergie. Raus. Es muss jetzt mal so viel raus von diesem Zeug. Rotom-Tastisch. Was funktioniert denn an unserem wunderschönen Rotom-Tastisch-Deck nicht mehr? Die Kommandutans. Die Spezialhammer, Feldgebläse, Überball und Top
Trank. Ja, ohne die Feldgebläse lohnt sich das hier kaum. Und ohne Hyperbälle, weil wir müssen halt die Hand loswerden. Ich lasse es mal, falls ich nochmal eine andere Möglichkeit sehe. Siggy's Counter-Deck lasse ich mal. Stevens Gift-Kombo lasse ich auch mal. Das ist Halloween, kann raus. Ja, ganz ehrlich, es gibt hier so viele Sachen, die raus müssen. So, was mich mal interessieren würde. Ja, komm, Pflanzastrophe, die. Vielleicht gibt es irgendwann mal Pflanzastrophe 3. Was ist eigentlich mit unserem Nirgendwo-Marsch? Wenn ich es nicht gelöscht habe, lebt es noch heute. So. Was hiervon funktioniert nicht mehr? Sieht eigentlich ganz gut aus. Hier hat die Kommandute an und einmal Shadow. Das ist aber noch okay. Der Nestball war eh nur einer. Die Rettungstragen und die Doppel-Farblos funktionieren nicht mehr. Okay. Das ist fast schon erträglich. Wir machen jetzt mal 1 zu 1 Tausch. So, für die Pokémon, da muss nicht unbedingt Ersatz rein. Das geht auch so, obwohl ich für den Marshadow gerne einen Ersatz hätte. Ich weiß aber nicht, für den Kommandutan, ich weiß aber nicht was. Okay, gucken wir erstmal weiter. So, hier muss der Nestball raus und die beiden. Das sind drei Karten, die raus müssen. Können wir uns vielleicht... Davon haben wir nur einen. Davon hätte ich gerne mehr von den Nestbällen. Ich habe eben Nestball gesagt. Der Basis-Pokémon Ball da, der halt nicht mehr ist. Warum ist hier nicht stand... Achso, weil wir es noch nicht standardisiert haben. Ja. Gut. Wir packen mal das Bestellpad rein. Wir müssten halt was haben, um an Energie zu kommen. Und auch schnell Energie anzulegen. Weil die Doppel-Farblos-Energie, die wir bis jetzt immer verwendet haben, die ist ja jetzt weg. Einfach weg. Kaputt. Tschüssikowski, tot. Überraschungskiste. Deinem Gegner ein Pokémon aus seinem Ablagestapel aus deiner Hand. Nee. Ich bin gerade echt so ein bisschen überfragt, wie wir. Ja, wir machen mal einen Schrein der Bestrafung rein. Wie wir das genau ersetzen wollen. Weil hiermit ist halt auch nur zwei Feuerenergie anlegen. Nicht zwei beliebige Energien. Das gefällt mir alles nicht. Naja, die Karten haben wir 1 zu 1 ersetzt. Ist zumindest etwas. Hier fangen die Probleme an. Weil das da ist nur für Entwicklungs-Pokémon. Entwicklungs-Pokémon interessieren uns aber gar nicht. Hatten wir 4 oder hatten wir nur 3 Pokémon? Ich glaube, wir hatten sogar nur 3. Das heißt, eine Karte fehlt theoretisch noch, um es 1 zu 1 ersetzen zu können. Machen wir 2 rein und dann will ich aber noch Pokémon. Dann packen wir hier auch erstmal vorerst die Slimer rein. Haben die denn einen Rückzug? Die haben halt zu viel Rückzugskosten. Gibt es nicht doch ein Effekt-Pokémon mitziehen? Moment, das ist noch nicht standardisiert. Standard. Irgendwen mit einer Fähigkeit zum Ziehen. Ich meine, früher war es Octillery. Dann wurde es das Kommandutan. Und ich habe auch das Gefühl, das Kommandutan sei noch nicht so alt. Aber offenbar irre ich mich und es ist sehr alt. Es hat seine Zeit überlebt.
Und jetzt ist sie vorbei. Ah, vielleicht ein Zebritz. Das nützt mir ja auch nichts, wenn ich da nur eins hab. Ich nehme noch mehr Dingskarten rein. Wir haben ja eh schon ein Übermaß an Pokémon drin. Fehlt ja nichts. Nehmen wir uns noch ein paar Trainerkarten. Es ist halt nicht mehr das, was es einmal war. Sagen wir es mal so. Dieses Deck wird nie mehr sein, was es mal war. Habe ich einen Energieumschalter? Dann kann ich die Energie irgendwo bunkern und kann die dann zurückschieben. Ja, ich möchte es dennoch speichern. Immerhin ist es standardisiert. So, dann probieren wir mal eine Runde mit dem neuen standardisierten Deck. Problem ist, das betrifft jetzt alle. Alle müssen jetzt mit diesen neuen standardisierten Decks kämpfen. Und ich denke mal, die Mehrzahl der Leute wird ihre Decks ziemlich umkrempeln müssen. Ihr habt es ja jetzt gemerkt, wir haben 3 Decks wieder hingekriegt. Und ja, meistens lohnt es sich nicht, alten Decks nachzutrauern, sondern man muss sich hinsetzen und neue Decks bauen, die eben mit dem neuen Standard, ihr seht, er sucht ewig, die jetzt mit dem neuen standardisierten klarkommen. Ist jetzt halt ein ganz, ganz, ganz großes Problem, weil das ist immer so ein bisschen, man fühlt sich dann immer hilflos, wie so ein kleines Kind, das, was jetzt zeitlich ja ganz gut passt, zum ersten Mal in der Schule ist, keine Ahnung hat, was es machen soll. Und alles, was man vorher kannte, ist halt nicht mehr ganz so. So. Und so ist es auch. Wir wissen jetzt nicht, was wir tun sollen. Unsere ganzen Karten funktionieren nicht mehr. Und irgendwie ist alles ein bisschen merkwürdig. Kann mir mal einer sagen, wo ich mein Handy hingelegt habe? Ach, da. Unter meinen Süßigkeiten. Da, wo es hingehört. Das läuft schon mal nicht gut. Ist kein guter Start. Aber was nicht ist, kann ja noch werden. Lichtel. Vielleicht wird es auch nicht. So. Wir kriegen das hin. Wir sind mutig, wir sind stark, wir haben Zauberkraft, ich habe keine Ahnung, aber wir kriegen es hin. Und wer sich jetzt fragt, warum ich das Wangenrubbler-Treffen aktiviert habe, um das Vieh wieder wegzuschicken, ich habe noch ein zweites gebraucht, damit ich nächste Runde den Mixer aktivieren kann. So. So. Okay, wir sind ganz gut dabei. Wir sind jetzt 2 Pokémon ins Nirgendwo losgeworden. 4 Pokémon, das heißt 80 Schaden haben wir. Das reicht auf jeden Fall, um mit dem Lichtel fertig zu werden. So, falls ein X oder GX kommt, hier können wir auch umschalten. Was eigentlich mit unseren ganzen Natu passiert? Ich meine, wir haben bisher kein einziges Natu gezogen. Haben wir die Natu auch alle rausgeschmissen? Das wäre mir neu.
Laternen, Ecto. Mit Solarbrand. Nicht gut. Und riesige Feuerstelle. Einmal in deinem Zug kann ein Spieler eine Karte aus seiner Hand auf den Ablagestapel legen. Wenn er es macht, kann aus seinem Deck noch bis zu 2 Feuerenergiekarten. Oh nein. Ganz, ganz großes Nein. Ach du Kacke. Leute, Hilfe. Unser Gegner hat einen Weg gefunden, wie er das Format richtig einsetzt. Wir müssen. Allerdings wird es nicht reichen, weil wir machen zu wenig Schaden. Wir brauchen mehr Verteidigung. Wir werden mit dem Laternecto nicht fertig. Wir haben nicht mal irgendwas. Okay, wir müssen jetzt irgendwas ziehen. Herz der Karten, gib mir das Beste, was du hast. Wenn das Beste ist, möchte ich das Schlechteste nicht kennenlernen. Aber es ist immerhin etwas. Gibt's doch nicht. Gibt es nicht. Für das reicht's immerhin. Das Problem ist, gegen die ganzen Gluraks können wir uns auf Dauer nicht verteidigen. Ja, diese Gluraks treten uns jetzt gewaltig in den Hintern. Ich meine, wir haben immer noch unsere Natus. Aber die Natus können wir nicht schnell genug mit Energie versorgen. Das ist unser Hauptproblem. Wir können sie mit Energie versorgen, aber viel zu langsam. Ha! Wir haben seinen Rocco entfernt. Ehrlich gesagt, so ein bisschen auf Energie gehofft. Naja, was soll's. Nirgendwo Marsch. Also was den Schaden angeht, sind wir echt gut dabei, aber was alles andere angeht, eher nicht so. Warum macht der nochmal 130 Schaden? Lege 5 obersten Karten auf deinen 60 Schadenspunkte mal der Anzahl der auf diese Weise auf deinen abgelegten Pokémon. Okay, lege anschließend Feuer-Pokémon auf deine Bank. Das ist eine verdammt gute Strategie für Feuerdecks.
Sie ist verflucht heftig und wir können nichts dagegen tun, aber so gar nichts. Haben wir zufällig noch? Ja, das eine habe ich weggeschmissen, das war dumm von mir. Ja, wir sind erledigt. Wir können jetzt rein gar nichts mehr tun. Wir können jetzt noch zusehen, wie wir verbrennen. Das ist aber auch alles. Das Deck ist verflucht gut und es kommt mit seinen mit den Beschränkungen, die ihm auferlegt wurden, doch recht gut klar, muss ich sagen. Gefällt mir. Ja, doch, möchte ich vielleicht auch mal haben, aber ich muss auch gucken mit den anderen Decks, die ich noch bauen wollte, ob die jetzt überhaupt noch funktionieren, aber ich glaube, es geht. Ich muss gleich hier nach einkaufen gehen und ich habe keinen Bock. Ich habe heute sowas von keinen Bock, aber heute muss ich mich extrem um Aufnahmen kümmern. Milanello, bitte, spam ihn nicht zu. Ich weiß, ich habe gegen dich verloren und es war nicht knapp. Erzähl keine Lügen. Ich hatte gegen dich von Anfang an nicht den Hauch einer Chance. Wir haben zwar am Anfang schlecht gezogen, aber eigentlich war es gut genug, als dass wir hätten gewinnen können. Gut, das war's. Nein, wir haben ein bisschen was für die Mission gemacht, aber es lief nicht gut. Die Packs hier sind auch inzwischen alle erweitert, das Format. Das hat doch alles keinen Sinn. Okay, Leute. Ich werde jetzt erstmal einkaufen gehen. Dann werde ich noch ein bisschen was aufnehmen, lernen und dann setze ich mich vielleicht noch hin und versuche, ein bisschen was zu gewinnen. Ich weiß es nicht. Ihr lasst mir jetzt aber auf jeden Fall ein nettes Kommentar, einen Daumen nach oben und wir sehen uns, wenn es weitergeht mit dem Pokémon Trading Card Game hier bei Wolf bei der MP. Bis dann, euer Wolf.